eine Person von euch beiden hat einen intensiven Kontakt zu einem anderen Menschen. Sex ist da zwar nicht passiert, aber der Partner oder die Partnerin ist deswegen trotzdem total eifersüchtig, fühlt sich hintergangen und ausgebootet. Stell dir vor, als betrogene Person fühlst du dich nicht mehr angegriffen und verletzt. Als Mensch, der mit einer anderen Person mehr Kontakt hatte, musst du dich nicht mehr rechtfertigen. Ihr habt beidseitig ein Verständnis dafür, was sich da entwickelt hat, und ihr empfindet eine gute Perspektive und kennt die nächsten Schritte, statt weiter in Streit, Hilflosigkeit und Ohnmacht euch zu verstricken. Mein Name ist Petra Ahrweiler, ich bin Psychologin für Selbstvertrauen in Beziehungen und ich gebe dir hier Antworten auf die häufigsten Fragen, um mehr Verständnis füreinander zu entwickeln und diese Fantasie, die ich dir gerade beschrieben habe, als ich gesagt habe, stell dir vor, dass diese Fantasie in Erfüllung geht. Am Ende dieses Videos zeige ich dir außerdem drei Grundvoraussetzungen, die bestehen müssen, um wieder als Paar glücklich werden zu können. Deswegen bleib also unbedingt dran bis zum Schluss. Die erste Frage, die wichtig ist zu beantworten, um so ein Verständnis zu entwickeln für das, was da passiert ist, das ist, wie entwickelt sich sowas überhaupt, eine emotionale Affäre? Ganz wichtig erstmal für dich, wenn du die Person bist, die sich betrogen fühlt. Das geht nicht gegen dich, was dein Partner, deine Partnerin da tut oder gemacht hat. Die andere Person, dein Partner, deine Partnerin, stolpert da in der Regel ganz unwissend rein. Merkt erst später, dass sich Gefühle entwickelt haben für die jeweils andere Person. Sowas wie Nähe, Verständnis und Geborgenheit wird dort empfunden, was in der Partnerschaft vielleicht schon länger nicht mehr bestanden hat. Und das entwickelt sich so schleichend, dass das ein fließender Übergang ist, wird oft erst später für sich hinterfragt, ob da auch irgendwie mehr Gefühle sind. Und ob da vielleicht sich sogar verliebt wurde. Es kann sogar sein, dass du als Partner oder Partnerin von jemandem, der sich einer anderen Person zuwendet, als erstes merkst, dass da irgendwie mehr an Gefühlen eine Rolle spielt und dass dein Partner, deine Partnerin das noch gar nicht so wirklich richtig realisiert hat. Wenn du dir jetzt unsicher bist, ist das eigentlich eine emotionale Affäre oder ist das doch vielleicht nur noch eine Freundschaft? Dann habe ich ein weiteres Video für dich, was für dich sehr hilfreich sein kann. Das verlinke ich dir hier drin. Das heißt, emotionale Affäre, 5 Zeichen, an denen du sie erkennen kannst. Ja, die Frage ist jetzt auch, was ist denn eigentlich die Ursache für so eine emotionale Affäre? Was kann das sein? Wenn ihr schon lange zusammen seid und ihr habt vielleicht sogar Kinder, dann ist es so, dass ihr viel funktioniert habt und wenig Zeit für euch als Paar übrig geblieben ist. Auch ohne Kinder kann das zum Beispiel durch Beruf oder Krankheit und all solche Dinge passieren, dass man weniger Zeit füreinander als Paar hat, für all das, was eine Liebesbeziehung ausmacht. Und dass einfach die Beziehung zu kurz gekommen ist, Bedürfnisse nicht mehr angesprochen worden sind oder sie sind angesprochen worden, aber nicht mehr gehört worden von der jeweils anderen Person. Und es ist zum Beispiel wiederholt zu ausbleibendem Sex gekommen. Vielleicht hat eine Person von euch das auch immer wieder angesprochen und hat aber nicht geklappt. Es war dann auch da, dass es zu einer Resignation geführt hat, dass Zeit miteinander fehlte, dass ihr das Interesse aneinander zeitweise vielleicht auch ein bisschen verloren habt, weil andere Dinge euch so beschäftigt haben. Diese Unzufriedenheit, die ist dann vielleicht immer mehr unterdrückt worden und irgendwann ist aufgegeben worden. Das sind alles Dinge, die dazu beitragen können.
Was bewirkt jetzt eigentlich das Lügen, die Heimlichkeiten, das Doppelleben und so weiter? Was sind da auch Ursachen für? Häufig ist es so, nach meinem Gefühl, dass Männer oft über Gefühle und Bedürfnisse nicht so gut sprechen können. Sie haben das nicht so sehr gelernt wie Frauen. Eine Beziehung zu pflegen, über Ängste, über Enttäuschungen und so weiter zu sprechen. Sie fühlen sich oft einem Gespräch nicht so gewachsen. Das höre ich häufig in Gesprächen mit Männern, dass sie oder merke das einfach im Austausch mit ihnen, dass sie große Angst haben, als Verlierer dazustehen, sozusagen in einem Konfliktgespräch, in einem Beziehungsgespräch, dass sie sich das gar nicht zutrauen. Und bei Partnerinnen erlebe ich das manchmal, dass Frauen sehr ja dahin sozialisiert worden sind. Das heißt, sie sind sehr erzogen worden, Beziehungen zu pflegen. Sie haben das viel mehr gelernt. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sie sehr viel Verantwortung für Beziehungen übernehmen und aus diesem Grunde vielleicht auch es ihnen manchmal schwerer fällt, Kritik anzunehmen. Und dass sie die Kritik gar nicht zulassen, sich nicht selber hinterfragen und wenn Kritik kommt vom Partner, eher mit einem Angriff reagieren. Nun komme ich zur Frage, wieder gemeinsam glücklich werden. Geht das? Ja, das geht. Das funktioniert, wenn ihr mehr wieder miteinander redet. Und vor allem nicht nur miteinander redet, das Wichtigste überhaupt ist, dass ihr euch gegenseitig zuhört. Das beinhaltet, dass du Verantwortung für dich übernimmst. Viel mehr Verantwortung, als zu versuchen, dich selber in Schutz zu nehmen. Was meine ich damit? Nicht den Schutz nehmen, indem du dich rechtfertigst oder indem du der jeweils anderen Person Schuld zuschreibst. Wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich denn mit Verletzungen umgehen und aus einem Streit in einen guten Austausch kommen, gerade in so einer Situation der emotionalen Affäre, dann hilft dir hier ein weiteres Video vielleicht von mir, Fremdgehen, 5 Schritte zur Wiedergutmachung. Jetzt komme ich zu den 3 Grundvoraussetzungen, die wichtig sind zu erfüllen, um wieder glücklich als Paar zu werden. Eine Grundvoraussetzung ist, dass ihr euch gegenseitig Mut macht zu einem offenen Austausch, um das hinzubekommen, ist es wichtig, dass du dir eine Pause gönnst von Trennungsgedanken und dass du bereit bist, dich selber zu reflektieren. Die zweite Voraussetzung ist, dass du einen wichtigen Schritt machst hin zum Erfolg, indem du aus einer Schuldfrage oder aus Schuldfragen diese verwandelst in Lernchancen. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel aus dem Erlebten lernen, indem du lernst, über Gefühle zu reden, indem du Kritik nutzt, um zur Selbstreflexion zu kommen und du dadurch etwas lernst und dich weiterentwickeln kannst. Und du kannst etwas lernen, indem du alte, gärende Konflikte und Probleme endlich auflösen kannst. Zum Beispiel etwas, was ich häufig erlebe, was ich höre, dass ihr euch nicht mehr auf einer gleichen Augenhöhe erlebt und empfindet, dass ihr das auflösen könnt. Dass ein früheres Fremdgehen vor längerer Zeit vielleicht auch von der anderen Person in der Beziehung schon erfolgt ist und dass das immer noch eine Wunde ist, die auch noch offen ist. Oder dass es andere alte Verletzungen gibt, die jetzt anstehen, dass ihr die löst und daraus lernt. Die dritte Voraussetzung ist, dass es bedeutet, die
emotionale Affäre aufzugeben. Das heißt, dass die Person, die einen Kontakt nach außen zu einer anderen Person hat, dass die diese Nähe, die da hergestellt worden ist, wieder in die Beziehung verlagert. Ich meine damit nicht, dass es heißt, dass der Kontakt vollkommen aufgegeben werden muss. Das kann sein, dass das sinnvoll ist, es muss aber nicht. Wichtig ist aber, dass diese Verschiebung der Nähe aus der Beziehung raus zu jemand anders, dass das wieder nach innen verlagert wird. Das ist einfach eine wirklich dringende Voraussetzung, vielleicht eine der wichtigsten, um überhaupt als Paar wieder glücklich werden zu können. Wo hört eigentlich bei dir Treue auf? Ist das der vertraute Austausch, wenn der passiert, oder das ständige Denken an eine andere Person? Oder ist es das Küssen oder wenn es tatsächlich zum Sex kommt? Teil das doch hier im Kommentar unter diesem Video. Und vielleicht auch, was macht dir am meisten Probleme damit? Wenn du betrogen worden bist, ist es das Kopfkino zum Beispiel? Oder was ist das, was dich da besonders belastet? Was ist es für dich als Person, die mit jemand anderem Kontakt mehr gehabt hat? Ist es eher so das Gefühl, ich kann nicht mit der Partnerin oder dem Partner drüber sprechen oder ich bin resigniert oder was ist das? Teil es mit hier unter diesem Video und gib mir die Chance, dass ich vielleicht das in einem zukünftigen Video mit einfließen lassen kann. Gehe deinen Weg jetzt!